Guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, bei unserem heutigen Live-Webcast zu unserem Cybersecurity-Update im zweiten Halbjahr 2023. In den nächsten 30 Minuten werden wir Ihnen einen Überblick über die aktuellen Cyberbedrohungen geben und Ihnen wertvolle Tipps für den Schutz Ihres Unternehmens an die Hand geben. Cyberkriminalität nimmt nämlich immer weiter zu und wird immer professioneller organisiert. Ganze kriminelle Firmenstrukturen werden heute im Darknet gegründet. Phishing, Mails, Ransomware, Datenlecks und andere Attacken können enorme Schäden für Unternehmen verursachen. Und als mittelständisches Unternehmen ist man natürlich ein äußerst attraktives Ziel für Cyberkriminelle, und oft sind die digitalen Sicherheitsvorkehrungen nicht auf dem neuesten Stand und die Angriffsfläche ist riesig. Doch wie können Sie trotz Fachkräftemangel und entsprechendem Know-how-Mangel Ihr Sicherheitsniveau mithilfe von Managed Services und auch ohne entsprechenden Ressourceninvest aufbauen? Hierüber spreche ich heute in für Sie hoffentlich wieder kurzweiligen 30 Minuten mit unseren Cybersecurity-Experten, und zwar einmal Stefan D'Agostino. Stefan, du bist Spezialist im Bereich Cybersecurity und ich glaube, du hast über 10 Jahre Erfahrung. Wir kennen uns schon sehr lange. Bitte stell dich persönlich vor. Ja, auf meiner Seite ein Witz, also herzliches Willkommen und Stefan D'Agostino, ich arbeite für das Unternehmen Telefonica Tech, ist eine Tochter, hundertprozentige Tochter der Telefonica global. Wir kümmern uns um das ganze Thema OT und Security und unterstützen unsere Kollegen von Telefonica O2 in den einzelnen Projekten bei den Kunden. Danke, Stefan und Sören. Wir kennen uns auch schon einige Jahre. Du bist Pre-Sales Consultant aus dem Bereich Business Solutions und du hast auch über 20 Jahre Erfahrung und bringst die mit. Bitte stell dich doch auch kurz vor. Ja, sehr gerne nochmal. Also wie gesagt, ich bin im Bereich Business Solutions tätig und Business Solutions ist genau der Bereich, der neu gegründet wurde vor circa einem Jahr, um die Bereiche Cloud, Cybersecurity, entsprechend mit Produkten und Lösungen zu bewerten. Wir haben aber auch noch weitere Bereiche wie den Bereich Private 5G, also private Netzwerke und auch IoT. Danke dir. Sind auch einige Jahre dort in diesen Bereichen schon in Summe unterwegs. Und mein dritter Spezialist heute ist Attila Tirani. Attila, du bist Produktmanager und du hast auch schon über 15 Jahre Erfahrung, einmal im Bereich Cybersecurity und auch im Bereich Software as a Service. Bitte stell dich auch kurz vor. Hallo, willkommen. Mein Name ist Attila Tirani und ich bin auch in diesem neuen Bereich Digital Services verantwortlich für Cybersecurity. Und mein Schwerpunkt ist eigentlich Cybersecurity für Mittelstandskunden. Da sind wir ja heute genau richtig. Danke euch. Sören, ich habe mir dich ausgesucht für die allererste Frage. Die geht an dich. Wir sprechen ja heute über das Thema Cybersecurity. Wir haben es jetzt gehört. Was kann denn einem mittelständischen Unternehmen heute da draußen diesbezüglich alles passieren? Was sind Angriffsszenarien? Was sind die jüngste Entwicklungen? Was sind Trends, die speziell den Mittelstand heute aus deiner Sicht beschäftigen? Sehr gerne, Susanne. Grundsätzlich muss man sagen, das, was ich von meinen Kunden und meinen Interessenten aus dem Mittelstandsbereich wahrnehme, ist genau dasselbe, was ich auch aus dem Großkundenbereich oder dem multinationalen Kundenbereich wahrnehme. Es sind die Veränderungen, die hier stattfinden, und zwar das sind Themen wie neue Arbeitsweisen, Digitalisierung, das Thema Industrie 4.0 oder aber auch das Thema Nachhaltigkeit. Ich möchte jetzt die einzelnen Punkte nicht in eine Reihenfolge bringen, weil das ist branchenspezifisch und kann von Branche zu Branche anders sein und die Kunden wissen genau, was für sie da wichtig ist in dem Bereich. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, all diese Dinge erfordern Änderungen in der Bestandsinfrastruktur, in der Bestands-IT oder auch die Erweiterung der IT. Und das sind einfach Themen, die die Komplexität für die einzelnen, ja, für die IT erweitern oder steigern. Ja, und da ist vielleicht auch nicht unbedingt immer die Expertise beziehungsweise auch die Ressource da, die Expertise vielleicht schon. Kannst du da mal ein paar konkrete Beispiele nennen zu dem Thema Veränderungen? Was genau ist das aus deiner Sicht? Was verändert sich gerade?
klar, wenn man auf die IT hinunterschaut, zum Beispiel im Netzwerkbereich, war es früher so, es gab die Perimetersicherheit. Die Daten befanden sich in einem Rechenzentrum. Die Mitarbeiter waren entweder alle in der Firma oder vielleicht mit einer sicheren Einwahl, ISDN-Einwahl eingewählt. Da hat es gelangt, eine Perimetersicherheit zu haben. Mit den neuen Konzepten Work Anywhere, Remote Workers, aber auch die Verlagerung der Daten in die Cloud sind einfach neue Anforderungen, die die Komplexität steigern. Gerade wenn man um das Thema Cloud redet, dann kommen einem sofort die Hyperscaler in den Kopf. Themen wie Amazon, AWS Services, Azure, Google, die Dienste anbieten, die aber auch sicher konfiguriert werden müssen. Weiterhin auch das Thema, wenn man sieht, IoT und OT, was früher zwei eigenständige Bereiche waren, die werden jetzt zusammengelegt. Natürlich aus Konvergenzgründen. Und dann haben wir plötzlich Systeme in einer Umgebung, die zum Internet oder Internet nahe ist, die früher eigentlich nie dafür vorgesehen waren. Da fehlen dann Mechanismen wie Vulnerability Management oder Patch Management. Und abschließend muss man auch sehen, das Thema Bring Your Own Device. Zugriff auf E-Mail und Daten, Unternehmensdaten, die früher von einem Unternehmensrechner aus erfolgt sind, jetzt über Handys oder aber auch Laptops oder auch von Privatrechnern. Das sind Dinge, die es zu schützen gibt. Und auch Drucker. Ne? Man kann alleine, wenn man überlegt, zum Beispiel zu Hause habe ich da meinen Drucker stehen, der ist auch im Netz übrigens. Und genau das ist das, was du sagst. Ne? Also dadurch, dass ich von überall arbeiten kann. Ich kann mein eigenes Device, mein eigenes Gerät mitbringen. Und natürlich in vielen Geräten sind heute auch Chips verbaut, also sprich Sensoren, die halt auch alle im Netz hängen, haben eine riesige Angriffsfläche, hatten das früher nicht. Und darauf sind auch meistens auf den intelligenteren Devices auch entsprechende Applikationen. Applikationen bedeutet auch wieder ein Einfallstor. Vielen, vielen Dank, Sören, dafür. Jetzt habe ich aber noch mal eine konkretere Frage zu der Bedrohungslage für den Mittelstand. Eine fundierte Beurteilung von Bedrohungen und angemessenen Reaktionen ist ja für den Mittelstand eigentlich essentiell, aber ist auch genauso herausfordernd. Ne? Geht es da primär um konkrete Cyberangriffe gegen Unternehmen oder eher um so eine abstrakte Gefahreneinschätzung? Wie granular und wie spezifisch sind solche Bedrohungsanalysen in der Regel für mittelständische Organisationen? Was sind denn etwaige Risiken? Was sind Folgen? Und was genau bedeutet das aus deiner Sicht für Unternehmen? Hast du da mal zwei konkrete Statements, eins reicht mir natürlich auch, die so die Sicht dieser Situation widerspiegeln? Ganz klar. Also für mich gibt es zwei Statements, die dieses ganz klar widerspiegeln. Das erste ist, Cyber oder Digitalisierung braucht Cybersicherheit, Sicherheit. Es gibt Studien vom BSI, zum Beispiel die Homeoffice-Studie, die besagt, 25% der befragten Unternehmen mussten schon aktiv einen Cyberangriff abwehren. Und die haben auch noch gesagt, dieser Cyberangriff war existenzbedrohend bzw. schwerwiegend für sie. Mhm. Und das Zweite ist, es ist eine Entwicklung raus, Cybererpressungen sind inzwischen zur größten Bedrohung geworden. Was ist eine Cybererpressung? Klar, der Angreifer sucht sich ein Unternehmen aus, versucht dort über Hintertüren einzudringen und die Daten zu verschlüsseln. Was dazu führt, dass die Systeme und Daten verschlüsselt sind und die Firma ihre ursprüngliche Aufgabe, nämlich die Produktion oder die Bereitstellung von Services, einstellen muss, weil sie nicht mehr Zugriff auf die Daten hat. Und das wird aus meiner Sicht aus zwei Dingen besonders gefördert. Der erste Punkt, hatten wir ja vorhin schon gesagt, so die Komplexität steigt. Über der Anstieg der Komplexität, neue Systeme, eventuell Personalmangel, bietet sich einfach eine viel, viel größere Angriffsfläche. Das heißt, der Angriffsvektor steigt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es die Angreifer, die sich immer mehr professionalisieren, wie du es auch am Anfang gesagt hast, die ja eigentlich fast wie Unternehmen, muss man sagen, schon die Wertschöpfung in so einem Einbruch zerlegen und zum Beispiel sich professionalisieren. Der eine Teil besorgt zum Beispiel die Exploits oder die Rootkits, womit angegriffen wird, wo die Systeme kompromittiert werden. Und die anderen besorgen Daten aus vielleicht vorhergehenden Einbrüchen bei anderen Unternehmen, die dann als Angriffsfaktor oder Angriffsvektor
genutzt werden. Und das ist die reale Bedrohungslage. Also richtige Firmenstrukturen, genau, in der Cyberkriminalität, die sich da gerade bilden. So richtige Mafia-Strukturen, mafiöse Strukturen, wenn man das mal so sagen darf, genau, müssen wir auch so sagen, hochgefährlich gerade. Ja. Lass mich nur einen Punkt erwähnen. Na bitte. Und früher hat man gesagt so, na, ich bin ja klein, mich sieht keiner. Das stimmt nicht. Mhm. Dieses Bild hat sich verändert. Mhm. Die Unternehmen, egal welcher Größe, wenn man eine Internetpräsenz hat, ist man einem großen Angriffspotenzial ausgesetzt. Da heißt es nicht nur, ich gehe nur die Großen an. Ja, das ist ein sehr gutes Statement. Also wichtig für Unternehmen jeglicher Größe. Stefan, mal zu dir. Du bist ja auch lange, lange dabei und ich weiß, du bist immer sehr interessiert an aktuellen Nachrichten und scannst die fast täglich, auch am Wochenende, das weiß ich ganz genau. Gibt es noch aktuelle Beispiele zu Ransomware-Attacken? Ich habe jetzt da noch im Kopf den Elektronikfertiger, der an 21 angegriffen wurde, wo die Systeme verschlüsselt wurden und damals 750 Bitcoins für die Entschlüsselung gefordert wurden. Da gibt es bestimmt noch aktuellere Beispiele. Bitte leg mal los und plauder aus dem Nähkästchen. Ja, danke. Ja, die organisierte Cyberkriminalität, die schläft nicht. Ne? Also, die arbeitet ständig weiter. Und das Thema ist einfach, es ist mittlerweile täglich. Täglich hören wir von irgendwelchen Attacken. Jetzt aktuell am Wochenende, vielleicht hat es auch jeder schon mitbekommen, eine bekannte Hotelkette. Hast du mir erzählt? Genau. Mitgekriegt habe ich es nicht. Alle Daten sind auch schon im Darknet, stehen zum Verkauf. Und das ist natürlich ein massiver Image-Schaden, weil natürlich jetzt viele Kunden sagen, okay, was ist da passiert? Wie konnte das passieren? Warum ist das passiert? Und das wird sich jetzt natürlich auch das Unternehmen stellen, ja, und wird jetzt wahrscheinlich auch analysieren. Und da kommen wir vielleicht auch später auf einen wichtigen Punkt. Vorsorge ist besser als Nacharbeit. Das heißt, das kostet dann viel mehr Geld und ist natürlich auch vom Image-Schaden was ganz anderes. Ja. Also es ist wirklich täglich. Ja. Also es ist in allen Bereichen, in allen Branchen. Es gibt da keinen Unterschied. Es ist nur die Frage, wann. Die Reputation leidet natürlich von jedem Unternehmen, was da in der Presse zerlegt wird. Das ist ja, ja, selbstverständlich. Okay. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Kannst du uns noch ein bisschen mehr zum Thema Deepfake sagen? Du hattest in dem Vorbereitungsgespräch da sehr, sehr viel mir erzählt und ich konnte mir das sehr gut vorstellen. Ja. Ich glaube, das ist ja auch ein ganz aktuelles Szenario. Genau, also es ist ja so eine Art Puzzle oder ein Potpourri von vielen Angriffsszenarien. Mhm. Und aktuell ist ja durch ChatGPT das ganze Thema KI in aller Munde. Und es gibt das Thema Deepfakes, das bedeutet die Bearbeitung von Fotos, Videos, Audiodateien, die einfach das Ziel haben, die Originalquelle zu manipulieren. Das heißt, die Personen, die darin vorkommen, werden manipuliert. Das heißt, eine Aussage wird umgebaut, positiv, negativ, ja. Und man weiß jetzt nicht wirklich, die sind wirklich, ja, schon sehr, sehr, sehr gut, dass man da wirklich nicht mehr sicher sein kann, ist das jetzt wirklich die Originalaufnahme? Ist das bearbeitet worden? Ja, und das ist, ich glaube, das ist so der nächste Step, der kommen wird. Ja, also wir haben jetzt, man sieht ja im Ransomware überall in dem Bereich, dass es schon sehr gute E-Mails gibt, ja, weil sie einfach durch KI professionell erstellt werden können, wo vorher dann vielleicht noch Schreibfehler drin waren, die sind komplett weg. Und jetzt geht es in den Bereich Foto und Video. Das ist jetzt, ich sage jetzt mal, das kommende Thema, ja, was uns dann beschäftigen wird. Und da ist halt unheimlich wichtig, dass man halt die Vermögenswerte, ja, also die Perlen schützt. Das heißt, Mitarbeiter müssen sensibilisiert werden. Man muss darauf achten, dass man wir nennen es IT-Hygiene, ja, also dass wirklich der Bestand sauber ist. Also kommen ja vielleicht später noch Patch-Management etc. Und dass wir dann auch das ganze Thema Social Engineering ein bisschen stärker fokussieren, regelmäßig, ja, dass die Mitarbeiter wirklich dafür sensibilisiert werden, weil es ist oftmals so, durch die Penetration über bestimmte Plattformen hat man ganz leicht Kontaktdaten und diese werden dann kontaktiert und dann ist es so, wenn man Support callt, dann gibt es eine E-Mail und dann sind wir auf irgendeinen Link und dann wird im Hintergrund eine Schadsoftware installiert. Das ist so die Klassiker, aber selbst die funktionieren immer wieder. Ja? Also das ist wirklich, man muss immer hellwach sein. Ja, da hast du allerdings vollkommen recht. Gerade als Mitarbeiter und ganz, ganz klar, dass wir viel, viel mehr geschult werden müssen. Stefan, nochmal so eine Frage zu der
Cyber-Sicherheitsstrategie. Mhm. Die schützt ja nicht nur vor Risiken, sondern die bietet natürlich auch wertvolle Chancen für einen nachhaltigen Geschäftserfolg. Ja. Die ist zentraler Vertrauensfaktor zwischen Unternehmen und Kunden der digitalen Wirtschaft. Was kann denn aus deiner Sicht hier bei unseren Kunden angeboten werden? Ja, das ist wie schon im richtigen Leben oder auch für die Unternehmen, die dann auch ihr Markt fokussieren. Man braucht eine Art Best Practice. Das heißt, man muss priorisieren, zum Beispiel die klassischen Sachen wie Patching, dass das auch wirklich durchgesetzt wird, ja, dass es wirklich auch aktuell ist. Firewall-Regeln regelmäßig zu überprüfen. Ja. Gerade jetzt aktuell ist es ja so, dass man schwierig Fachpersonal bekommt. Ja. Dann sind Fluktuationen ist auch immer in jedem Unternehmen ein Thema. Da ist immer wichtig, dass man da einmal ein Auge drauf hat. Und vielleicht auch regelmäßige Penetration-Testings, die einfach dann nochmal ein besseres Gefühl für die Gesamtsicherheit und Status quo abgibt. Verstehe. Penetration-Tests, da weiß ich ja, dass ich dich auch sofort anrufen kann. Viele meiner Kunden benötigen und fordern diese auch an. Damit kann man natürlich wirklich gucken, wo sind Sicherheitslücken in meiner Netzwerkinfrastruktur, wo sind Angriffsflächen, wo sind offene Türen und Toren, und daraus kann man Empfehlungen ableiten für die entsprechende Sicherheitsstrategie. Genau, und wir von jetzt von der Telefonica Tech, wie unterstützen Sie darin? Also unsere Kollegen von Telefonica und O2 und natürlich auch Interessenten, Bestandskunden, um einfach diese Planung vorzunehmen. Also das ist wichtig, dass man eine Art Roadmap hat, um zu schauen, was braucht man noch, wie ist der Status quo? Ja, genau. Also aus so einer Ableitung eines Penetration-Tests kann man natürlich auch wirklich eine Sicherheitsstrategie ableiten. Attila, danke Stefan. Ja. Attila, unser Unternehmen bietet natürlich ein entsprechend umfassendes Portfolio an Cyber-Security-Dienstleistungen für Mittelständler auch speziell an. Und unser einzigartiges Angebot kombiniert natürlich, Stefan und Sören haben es ja auch schon erzählt, individuelle Beratung mit modernster Technologie und natürlich auch ein praxisnaher Blick für die Belange des Mittelstands. Im Gegensatz zu großen Anbietern können wir, das ist zumindest meine Sichtweise, momentan passgenaue Lösungen auch mit einer direkten Beratung und Betreuung durch unsere Experten anbieten. Das heißt, wir sind nicht nur in einer Nische und sagen, wir machen nur das, sondern dadurch, dass wir im Grunde genommen Connectivity-Anbieter auch sind, unter anderem, können wir natürlich mit unseren Experten ganz anders beraten. Welche Services bieten wir hier an? Welche USPs, also Unique Selling Points, habe ich? Und welche Benefits haben unsere Zuschauerinnen, wenn sie bei uns solche Cybersecurity-Dienstleistungen beziehen? Bitte erzähl uns das mal. Ja, gerne. Große Unternehmen, die kennen eigentlich die Cybersecurity-Lösungen. Aber wir wollten auch dem Mittelstand helfen. Also das ist ganz wichtig. Und die Mittelstandskunden haben ganz oft weniger Cybersecurity-Experten. Das muss man zugeben. Es gibt wirklich so viele Cybersecurity-Lösungen auf dem Markt. Das stimmt. Also wirklich, es ist ziemlich schwer, den Überblick zu haben. Und also unsere Expertise haben wir genutzt, um eine gute Auswahl zu machen. Mhm. Also die besten Lösungen auszuwählen. Also eines dieser Produkte ist Security Service Edge oder SSE. Mhm. Es ist eine Cyber Security as a Service Lösung aus der Cloud. Da braucht man keine Boxes, kein Hardware. Das ist ja ganz, ganz wichtig heutzutage. Und es ist interessant für Firmen, die mehrere Standorte haben oder Remote-Kollegen anstellen oder zum Beispiel Firmen, die in der Cloud tätig sind oder Cloud-Instanzen haben bei Amazon, Azure und so weiter. Also der Service besteht aus drei Komponenten. Mhm. Also erstens Internet Security Gateway. Es unterstützt Unternehmen vor Bedrohungen, indem es den Webverkehr überwacht und Malware und Ransomware blockiert. Also es geht um die Sicherheit. Mhm. Und darüber hinaus können wir auch können die Unternehmen den Zugang ihrer Mitarbeiter zu einigen Websites blockieren, wie zum Beispiel Webshops in den Arbeitsstunden. Also das bedeutet Kontrolle.
Also das war Internet Security Gateway. Als zweite Komponente haben wir Application Access Protection. Was ist Application Access Protection? Das ist eigentlich für ganz, ganz wichtig wegen drei Rollen. Mhm. Erstens ist es erkennt mehr als 40.000 Anwendungen. Mhm. Es ist ganz oft ein Problem für IT zu wissen, mhm. was die Nutzer, was die Users, was die Angestellten benutzen, ob diese Applications erlaubt sind oder nicht. Also erstens. Zweitens, also es kann auch mal den Zugriff zu diesen Applications blockieren oder mhm. erlauben. Mhm. Das ist ja ganz, ganz granular einstellbar. Ich okay. kann zum Beispiel ein Beispiel geben. Also es kann unterscheiden zwischen OneDrive-Account, persönlichen OneDrive-Accounts und Firmen-OneDrive-Accounts. Das ist schon mal sehr, sehr gut, mhm. ja. Ganz, ganz wichtig. Und darüber hinaus Data Loss Prevention, also mhm. Dass wichtige Unternehmensdaten die Firma nicht verlassen können. Und hier hilft es auch, GDPR und DSGVO-compliant zu sein. Wichtige Themen natürlich, auf die jedes Unternehmen eingehen muss. Ja, und natürlich, wenn die Daten geschützt sind und bestimmte Daten das Unternehmen nicht verlassen können, dann ist das natürlich selbstredend ein Riesenvorteil. Ja, ja, ganz genau. Die dritte Komponente ist ZTNA, mhm. Zero Trust Network Access. Es geht dabei darum, dass Unternehmen zunächst auf sicher auf Anwendungen und Daten in der privaten Cloud zugreifen können, mhm. Ohne VPN benutzen zu müssen. Als vierte Komponente haben wir Beratung und Managed Services, dass wir alles für die Kunden einstellen, konfigurieren und den Service so ihnen angepasst anbieten. Und natürlich hier wieder auch das Ressourcenthema, wenn halt die Ressourcen in Ihrem Unternehmen nicht da sind. Wir sind sozusagen Ihr verlängerter Arm und wir können im Grunde genommen genau das machen, was halt vor Ort nicht möglich ist, weil die Fachkraft nicht da ist. Ne? Das ist ja einer der wichtigsten ganz Themen, genau. Heute wissen wir ja. Danke, Attila, dafür schon mal. Ich glaube, Stefan, du bist der richtige Mann für dieses Thema. Welche konkreten Managed Security Services bietet Telefonica für mittelständische Unternehmen an und wie wird sichergestellt, dass Kunden langfristig den Überblick über ihre Sicherheitsmaßnahmen behalten? Du hast ja vorhin schon ein bisschen erzählt. Kannst du unseren Zuschauerinnen hier so eine Empfehlung geben, worauf sie bei der Auswahl des Dienstleisters besonders achten sollten und auch jetzt zum Beispiel große Telekommunikationskonzerne wie wir, also Telefonica, wir bieten ja oft auch Managed Security Services für Mittelständler und für Großunternehmen an. Worauf sollen die Kunden achten? Worauf sollen sie im Grunde genommen sich konzentrieren? Vielleicht kannst du da ein bisschen was mehr zu erzählen. Wir reden ja jetzt die ganze Zeit auch über Vertrauen, ja, und Sicherheit, ja. Und das ist das Thema Trusted Advisor. Also Telefonica und Telefonica Tech kann auf fundiertes Know-how in der Cybersecurity schon seit Jahren zurückgreifen. Ja. Wir sind global aufgestellt. Wir betreiben mehrere weltweit SOCs, Security Operations Centers. Mhm. Dort werden die Datenströme analysiert. Und das ist eigentlich, das sind wichtige Punkte für einen seriösen Managed Security Provider. Und wir arbeiten auch mit den führenden Herstellern von Security-Lösungen zusammen, sehr eng mit unseren Spezialisten, sind mehrere hundert, die wirklich darauf geschult sind, Lösungen zu konzipieren und zu analysieren. Und wie Attila schon erwähnt hat, Mittelstand, der hat ein massives Thema mit Fachkräfte. Und es ist sehr sinnvoll, diese sehr schwierige und aufwendige Analyse und Security auch dementsprechend Unternehmen zu übergeben, ja, die sich dann hundertprozentig darum kümmern. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil der Betrieb von IT-Systemen gibt es oder existiert ja schon, aber unser Schwerpunkt ist natürlich auch das ganze Thema Cloud und Security. Ja, genau. Wir gucken uns das also wirklich filigranst an und sprechen hier
Empfehlungen aus. Attila, nochmal zurück zu dir. SSE war ja gerade das Thema, Security Service Edge. Ist eine VPN-Verbindung in vielerlei Hinsicht ja überlegen, hast du gesagt. Warum ist denn aus deiner Sicht SSE besser als VPN? Kannst du da nochmal genauer erklären, warum, wieso und wie die Szenarien heute aussehen, weil wir haben ja noch viele Unternehmen, die heute VPN einsetzen. Wir haben auch andere Unternehmen, die beides einsetzen. Wo geht die Reise hin und warum ist das eine aus deiner Sicht besser als das andere? Ja, also VPN ist immer noch in Mode, das muss man sagen. Mhm. Und gerade jetzt befinden wir uns in einer Übergangsphase, muss ich mal sagen. SSE ist viel mehr als VPN. Aber SSE hat auch andere Vorteile gegenüber VPN. Zum Beispiel Skalierbarkeit. Auch wenn das Unternehmen wächst, wird keine zusätzliche Hardware- oder Softwarelizenz nötig. Mhm. Also besserer Schutz. Also VPN bietet zwar eine sichere Verbindung zwischen Endgeräten und dem Firmennetzwerk, aber einmal im Netzwerk haben alle angeschlossenen Geräte das gleiche Vertrauensniveau. Was schlecht ist. Ja, das ist nicht optimal. Der dritte Grund ist User Experience. Mhm. Also bessere Benutzererfahrung. Also wir kennen das alle bei VPN, dass das unzuverlässig ist ganz oft und da muss man sich einloggen und so weiter. Also da sind so ungefähr die Vorteile von SSE. Du bringst es so gut rüber und deine Augen glänzen so sehr, wenn du über SSE sprichst. Da würde ich es alleine, stehe jetzt direkt neben dir und sehe das, würde ich alleine deswegen schon SSE einsetzen. Also es gibt sehr, sehr viele Vorteile. Hat denn VPN aus deiner Sicht überhaupt noch Vorteile gegenüber SSE? Ja, also bei diesen Lösungen, zum Beispiel bei SSE, da muss man nicht unbedingt sofort alle Boxes aus der Cybersecurity-Abteilungen wegwerfen. Das ist so eine Art von Übergang. Also bei einigen Legacy-Umgebungen könnte natürlich VPN noch nützlich sein. Mhm. Und daher bei ganz vielen Firmen haben sich Hybridlösungen, also VPN und SSE zusammen. So wie früher bei den Cloud-Szenarien ja, sich genau. Hybride Lösungen entwickelt haben, so jetzt auch hier. Wie können wir denn den Kunden unterstützen aus deiner Sicht, Attila? Ja, also ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass wir den Mittelstandskunden so gut wie möglich helfen. Also, dass wir sie beraten, dass wir auch mal die Partner von Mittelstandskunden auch helfen. Also Security- und IT-Partner, mit denen sie zusammenarbeiten. Also, die sind die wichtigsten Punkte und natürlich finanziell möchten wir sie auch unterstützen, indem sie zum Beispiel kein Hardware brauchen oder keine zusätzliche Lizenzen. Mhm. Das heißt, du sagst, es werden auch kaufmännisch Einsparungen generiert. Was ist denn deine Meinung dazu, Stefan? Wie können wir denn deiner Meinung nach unsere Kunden bestmöglich unterstützen? Indem wir einfach mit dem Kunden sprechen. Ja. Also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass man eine Art Kommunikation, eine Roadmap erstellt, wo man sich einfach gemeinsam zusammensetzt und darüber spricht, wie ist der Status, was können wir tun, wo soll der Weg hingehen, ja, und dann dementsprechend auch gemeinsam eine Lösung finden vom Produkt, die dann den Kunden dann auch zufriedenstellt und wir dementsprechend auch dann reagieren und unterstützen. Auf die Anforderungen eingehen. Sören, möchtest du das noch ergänzen, vielleicht mit ein, zwei Sätzen? Gerne. Also es gibt eigentlich, ich möchte es kurz halten. Ja. Mhm. Ich sage immer, wir können das Know-how, das wir haben als Telefonica, das wir auch mit den Großkunden haben, für die Mittelstandskunden im Bereich Cybersecurity bereitstellen. Und deswegen sollen sie uns kontaktieren. Ja, und darum bitte ich, liebe Zuschauerinnen, mein herzliches Dankeschön an euch drei. Es war super. Es hat mir wirklich wieder richtig viel Spaß gemacht. Und ich habe wieder dazu gelernt. Ich dachte, ich wüsste schon eine ganze Menge, aber heute habe ich noch mal viel, viel mehr dazu gelernt. Ich hoffe, Sie auch, liebe Zuschauerinnen. Wir haben gehört, wie wichtig der Schutz gegen Cyberbedrohungen heutzutage für Unternehmen ist und warum es wichtig ist, jetzt und sofort zu agieren, um sich so sicher wie möglich als Unternehmen gegen
solche Bedrohungen aufzustellen. Und das nehmen wir mit, das nehmen Sie mit, liebe Zuschauerinnen. Und das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder Freude bereitet und es waren kurzweilige 30 Minuten für Sie. Wenn Sie Fragen zu diesem oder anderen Themen haben, wenden Sie sich gerne jederzeit an uns. Wenn Sie Interesse an einer Partnerschaft mit O2 Business haben und auch unsere Produkte vermarkten möchten, dann kommen Sie bitte direkt auf mich zu. Sie haben die Möglichkeit, meine Adresse wird gleich eingeblendet, mich zu kontaktieren, auch telefonisch zu erreichen. Wir tauschen uns darüber aus. Auch wenn Sie eine Cybersecurity-Lösung von uns einsetzen möchten, sprechen Sie mich bitte an. Bitte nehmen Sie auch an unserer Umfrage teil. Darum bitte ich Sie wirklich innigst, denn wir haben ein paar Fragen vorbereitet und würden Sie bitten, diese zu beantworten. Sie bekommen im Nachgang wertvolle Informationen über das Thema Cybersecurity gesendet von unserer Seite. Und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich nochmal bei euch dreien. Wir freuen uns auf den nächsten Webcast und verbleiben bis bald von unserer Seite. Tschüss. Dankeschön. Danke. Danke.